Hallo, ich bin Johanni, herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Zuschauer und Abonnenten, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr und zwar zeige ich euch die Degusta-Box. Und die ist gar nicht mal so schwer diesmal, also denke ich mal, wird weniger zu trinken drin sein. Ich habe gestaunt. Ich habe bloß eine E-Mail bekommen, dass mich die Degusta-Box in Kürze erreicht. Aber kein Sendungsstatus gefunden, nix. War nix in der DHL, dass ich die kriege, dass die unterwegs ist zu mir. Und heute Vormittag klingelt der Postbote, weil ich noch ein Paket, zwei Adventskalender von Weltbild bekommen habe. Und dann sagt er zu mir zwei Pakete. Da dachte ich so, hä, haben die Adventskalender in verschiedenen Paketen geschickt? Und dann komme ich runter, dann gucke ich. Denke ich so, die Degusta-Box? Ich war sehr überrascht, dass ich die doch schon gekriegt habe. Ich dachte, ich habe erst im Laufe der Woche damit gerechnet. Pünktlich zum Wochenende passt es, ne? Hier haben wir so Markenprodukte drin, so Snacks, Getränke, auch mal ein Brot und so, ne? Marmelade und so. Schoki, ne? Und wie gesagt, Markenprodukte, die man sich jetzt vielleicht nicht so kaufen würde. Weil ich kaufe immer das Gleiche, ne? Also ja, und wenn dann nur das Günstigste oder wenn mal so Markenprodukte im Angebot sind. Hatte man Wert zwischen, ich sag mal, zwischen 20 und 30 Euro. Und hier sind dann immer bis zu, oh, lasst mich mal 10 bis 15 Produkte drin, ungefähr. Und ich bekomme die Monatsabo für 15,99 Euro. Möchtest du auch deine erste Degusta-Box haben? Blende ich dir mal hier den Code ein, wenn ich den nicht wieder vergesse. Ne? Ich vergesse ihn öfters mal einzublenden. Aber wenn ich unten in der Infobox findest du auch einen Link und dann bekommst du deine erste Degusta-Box. Ich glaube für 9 Euro oder 10 Euro. Ich bin mir nicht so sicher. Probiert es einfach aus. Vor kurzem habe ich auch die Degusta-Box Cold ausgepackt. Ne? Die gibt es jetzt immer alle halbe Jahre. Die Degusta-Box Cold. Ne? Mit frischen Produkten muss man dann recht zügig aufbrauchen. Und die kann ich euch mal zum Schluss einblenden, die Degusta-Box Kult. Genau. Und ich mache auch aufgebraucht von den Degusta-Boxen jeden Monat. Ne? Kann ich dir ja mal hier durchlaufen lassen. Hier oben im i verlinke ich dir das mal. Ne? Kannst du mal gucken, wie so ein Video aussieht. Und Motto hat es immer nicht so. Mal hat es Motto, mal nicht. Wir gucken einfach mal. Und möchtest du noch mehr Sachen von mir sehen? Adventskalender, Unboxings. Ist ja in letzter Zeit nur mal aktuell. Mein Pony ist schon wieder irgendwie schief. Ah, meine Haare. Und sowas halt. Und Beautyboxen, Unboxings und aufgebraucht und schieß mich tot. Einfach durch meine Playlisten wurschteln. Würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Ne? Das Glöckchen anmachen, nicht vergessen. Dann verpasst ihr mehr von mir. Bei Instagram bin ich auch. Das siehst du hier oben in der Ecke. Und da lasse ich meine Zuschauer und Abonnenten wissen, sobald ich ein Video hochgeladen habe. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein, was hier drin ist. Mal Platz machen hier. So. Ich freue mich pünktlich heute zum Samstagwochenende. Ich habe mir zwar schon was zu knappern gekauft, weil wie gesagt, ich habe ja mit der Box nicht gerechnet. Aber es heißt ja auch nicht, dass unbedingt was zu knappern drin ist. Ne? Oh, ich sehe schon. Oh, diesmal ein Flyer, aber mit so einem, diesmal mit einem Heftchen Flyer. Und guck mal, oh, ich sehe schon. Gefüllt, ne? Mega, geil. Und ich sehe wieder was von Öls. Oh, geil. So, Oktoberbox. Motto haben wir jetzt hier nicht so. Oktoberbox. Haufen Flyer. Dann hat man hier diesmal so das Heft dabei und Rezeptvorschläge hat man manchmal. Genau, der Degusta-Box Adventskalender habe ich bestellt. Mhm. Den kriege ich erst Mitte November und den mache ich jeden Tag zum Überraschen für mich auf im Dezember in meiner Adventskalender-Invasion, nämlich euch mit dem Dezember. Ne? Und genau. Ja, und den unboxe ich nicht, weil ich den finde den dieses Jahr vom Design her richtig schön. Oh, und tschüss. Ich habe gerade den Flyer so weggeschmissen, der ist fast unter der Couch gerutscht. So, dann haben wir hier einen Flyer, feine Schückele. Aha. Denn wenn man so einen Flyer drin hat, weiß man, dass dann wahrscheinlich so ein Produkt drin sein wird. Ich bin noch nicht fertig mit Flyern. Haben wir die Freddy Flower Box. Ne? Da kann man sich öfters mal frische Blumen zuschicken lassen. Und ein Produkt, genau. Haben wir Flyer drin von Öls. Ja, Öls, nicht Öls, Öls. Ich würde sagen, wir schießen jetzt mal los. Fangen wir auch gleich mal an. Oh, ich liebe, das schmeckt so lecker. Von Öls ein Nussstrudel. Ah!
Hatten wir schon mal drinne, ja, manchmal wiederholen sich die Sachen. Aber das finde ich nicht schlimm. Wenn es Sachen sind, die ich lecker finde, finde ich das toll, ne? Weil ich habe immer Flop-Produkt drin und immer Top-Produkt drin. Und manchmal habe ich auch Produkte drin, die ich nicht esse. Aber das meiste esse ich und trinke ich. Und das, was ich nicht mag, das kriegt dann immer meine Mutti. So, genau. Oh, saftige Nussfüllung, ein Nussstrudel. 350 Gramm. Ja, ich alleine so ein 350 Gramm Ding esse ich nicht, ne? Ich werde mir das wieder so in Scheiben schneiden. Ein bisschen proportionieren. Kann man auch einfrieren. Weil am Wochenende gibt es immer nur Kuchen. Unter der Woche gibt es sowas nicht. Da bin ich immer arbeiten. Und oder freue ich mich. Mal gucken. Vielleicht esse ich den morgen auch schon zum Kaffee. Zu einer Tasse Kaffee. Oh, genau. Und dann tue ich mir den Scheibchen weiße proportionieren. Und dann nehme ich mir halt nächstes Wochenende den Kuchen wieder raus, ne? Und oh, der schmeckt dann auch schön frisch, wenn er denn noch aufgetaut ist, ne? Vielleicht ein bisschen warm machen in der Mikrowelle. Oh, ist mal so ein kleiner Tipp. Ist auch richtig geil, ne? Oh, lecker, 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 lecker. Mag ich. Ich esse sowas gerne. Dann haben wir hier, ach, guck mal, in Erstaunen hätte ich mir gar nicht Knäckebrot kaufen brauchen. Leicht und kross mein Knusperbrot, rustiker Weizenhafer, feiner Genuss aus Weizen und Hafer mit natürlichen Zutaten, vegan, ideal zum Dippen und Snacken. Ach, ich weiß schon, wofür ich die essen werde. Ich habe mir nämlich einen Rougette-Ofenkäse gekauft, weil wie gesagt, ist ja auch zum Dippen. Und dann kommt das Snack, kommen die mit in meinen Ofenkäse rein. Ich habe die mal eine Zeit lang viel gegessen, ne? Das ist so ein Knusperbrot, das seht ihr, die Scheiben. Und wie gesagt, kann man sich ja auch nachbeleben. Nach Belieben belegen. Genau, mit Frischkäse oder Wurst oder Butter. Ich glaube, sowas schmeckt immer sehr gut mit Frischkäse, ne? Oder es ist wirklich eine Originalgröße, 130 Gramm. Oh ja, kann man auch so wegknabbern, ne? Ja, noch was dazu zu sagen? Nö, ne? Wir kennen das, glaube ich, schon. Also wie gesagt, das ist jetzt kein neues Produkt. Sowas findet man eigentlich so in der Knäckebrotabteilung, wie auch immer, ne, bei Brot. Ja, freue ich mich. Lecker, ich mag sowas. So. Oh, was haben wir denn hier? Saucy Noodles Peanut Zarty Taste von Maggi. Wie so eine Art 5-Minuten-Terrine, ne? Wisst ihr, mit Wasser aufkochen. Ist das scharf? Instant Nudelsnack in cremiger Soße, Erdnussgeschmack. Nö, ist nicht scharf. Aber mit Erdnussgeschmack? Okay. Füllt man mit kochendes Wasser auf? Mild? Aha, mild and creamy steht hier oben, 75 Gramm. Ne, ihr wisst, wie man, wie eine 5-Minuten-Terrine funktioniert. Mit Wasser aufgießen. Und genau. Das ist wieder so ein Produkt, was ich mal auf Arbeit mitnehmen werde. Ja, lecker, da freue ich mich, ne? Immer mal so für die Arbeit oder als Kleinigkeit für zu Hause. Oh, wieso hat sowas nämlich immer mit auf Arbeit? Da bin ich mal gespannt. Mit Erdnusssoße habe ich wirklich noch nie probiert. Gut, dann kommen wir zu Dr. Edgar Dekor-Kreation. Oh, wie geil. Also dieses Jahr, wenn ich Plätzchen backe, das eine Jahr habe ich auf Dekor verzichtet. Naja, das kam nicht so gut an. Jetzt habe ich Dekor hier. Ich freue mich richtig. Für Kekse, für Cupcakes. Oh, da freue ich mich. Sowas benutze ich. Und dann hat man hier so Streusel und dann halt sowas drinnen, ne? Genau, Pastellmix. Formen, Streusel, Perlen. Ja, hat man Formen, hat man Perlen, hat man Streusel. Ne? Das sieht man schon. Das kommt richtig safe auf meine Weihnachtskekse, die ich backen werde. Das ist halt eine große Packung, ne? Eine Originalgröße. So. Oh, was ist das denn? Oh nein! Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Linolada kenne ich gar nicht, aber das sieht doch aus, als wenn das für Kinder ist. Ja, ist dann halt für mich, ne? Du, Milch- und Haselnusscreme ohne Konservierungsstoffe, glutenfrei. Oh Gott, der Bärchen hier oben. Das ist so eine, genau, du sagt schon. Mischung aus Milch- und Haselnusscreme. 400 Gramm, ein Riesenglas. Ne, halt so Brotaufstrich und guckt mal, das ist halt so mit weißer und mit dunkler Schokolade, ne?
Und wisst ihr, was das Gefährliche ist? Sowas löffelt Hani so aus. Wenn es mich überkommt, löffel ich sowas so aus. Deswegen kaufe ich mir nie Nutella. Kaufe ich mir nie, weil ich das so auslöffle. Wenn ich mir mal Plinze gemacht habe oder Krebs oder in, je nachdem, wie auch immer das heißt, bei uns im Osten heißt es Plinze, was bei anderen Krebs heißt oder Pfannkuchen, ne, habe ich denn mir immer bloß so ein kleines Glas Nutella gekauft und esse das sehr gerne mal mit Nutella. Ich meine, sowas kann man sich ja dann auch auf die Plinze machen, ne? Oh, geil. Aber sowas würde ich auch so auslöffeln. Wenn nicht heute Abend schon, weil heute Abend, es ist Samstag, der 16. Oktober und mit Maske Zingers geht los und ich liebe diese Sendung total. Hab mir auch schon Chips gekauft, aber ich sehe schon, ne, zeige ich gleich. Mal gucken. Und dann zwischendurch mal so, oder auch die Chips hier drinne so dippen, dieses süß-salzige, oh geil, so. Ey, wie geil, die Gusta-Box, ich feiere dich wieder total. So, Hammer, zeige ich euch gleich hier. Pringles-Tortilla, oh, die sind mit Chili, mag ich nicht. Mag ich überhaupt nicht, viel Chili und die werden scharf sein. Ei, Spicy Chili Flavor. Die sind scharf, ne? Ja. Spicy Chili, oh Gott, ja. Knapper Gebäck mit scharfen Chili-Geschmack. Oh, oh, nix für mich, nix für die Honey. Ich mag sowas nicht. Mal gucken. 180 Gramm, das ist wirklich eine große Größe. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Die mit Chili werden auf jeden Fall weiter wandern. Behalte ich denn die hier? Nächste Woche gehe ich ja weg. Da treffe ich mich mit Freunden. Und dann kann ich die ja da mitnehmen und hinstellen. Oder wenn ich mal Besuch hier habe und der möchte das haben. Ich glaube, Männer mögen, glaube ich, mehr, wenn ich mal männlichen Besuch habe. Ne? Ja, mal gucken. Aber auf jeden Fall ist das keine Sorte für mich. Das ist schon mal bei mir durchgefallen. Ne? Nee, das ist nichts für die Hani. Hani ist keine Schafe. Wenn dann so diese milde Süßschärfe, aber nicht zu scharf. Das geht gar nicht. Da kriege ich Krise. So. Oh mein Gott, das hört hier nicht auf. Was haben wir denn hier noch? Oh, sehr schön. Immunstark von M. Eukal fruchtige Kräutertrops. Mit Vitamin C plus D3 und Zink. Oh, geil. Ne? Sollen sehr gesund sein. Kräuterfrucht, Gummibonbons, da habe ich schon gesagt, mit Vitamin D. Perfekt für unterwegs mit ätherischen Ölen. Also soll das auch gut sein, wenn du jetzt erkältet bist oder was? Nö, steht hier nicht, ne? Auf jeden Fall werde ich die probieren und das ist wahrscheinlich auch eine Originalpackung. 90 Gramm, ja mega, ne? Hat man verschiedene Geschmacksrichtungen. Soll gut fürs Immunsystem sein, okay. Bereits mit einer Portion, 12 Stück soll man am Tag essen. In den Sorten Orange, Salbei, Kirsch, Thymian und Johannisbeer spitzwegerig erzielt. Okay, klingt gesund, aber davon wird jetzt keine Erkältung weggehen. Ne? Jetzt haben wir eine Dose zu trinken. Köstritzer Kirsche saftiger Schwarzbiermix. Bier trinke ich gar nicht, aber wenn das so ein Mix ist, so mit Geschmack, so Schöpfehofer, Grapefruit, so zum Beispiel, trinke ich sowas, ne? Oh, geil. Oh, Pfand sogar. Und 0,5 Liter, das ist richtig eine Riesentube. Biomischgetränk, Tube vor allem Ding, Dose. Biermischgetränk aus 60% Bier, Köstritzer Schwarzbier und 40% Süßkirschlimonade. Ich glaube, das probiere ich heute Abend gleich. Zu meiner Tüte Barbecue-Chips und na, ich glaube, das werde ich mir gleich mal zu Gemüte führen. So, oh nee, was ist das denn? Mutti, einmal von Dosi haben wir öfters mal sowas drin. Ach nee, das ist überhaupt nicht so meins. Linsendampf gegart, ohne Salz und Zuckerzusatz. Linsen in Konserven, ich mag keine Linsen. Von Linsen kannst du grinsen, ne? Und haben wir 250 Gramm Abtropfgewicht, 285 Gramm, ja. Und ja,
kann man mit in Salat machen oder wenn man sich jetzt irgendein Linsengericht macht, ich esse sowas nicht. Sowas kriegt dann halt meine Mutti, ne? Ja, die will schon was damit anzufangen. Oder wenn man einen Linseneintopf macht oder irgendwie sowas, esse ich ja nicht. So. Ich esse von Dr. Edgar Seelenwärmer Familiencreme Pudding. 4 Portionen mit Vanillegeschmack. Das ist genau mein Ding. Ich mag Pudding mit Vanillegeschmack. Ich mag Vanillegeschmack. Vanille ist voll meine Richtung. Und es war für Familien 4 Portionen, aber ne? Kann ich doch trotzdem für mich machen. 4 Portionen Milch zu geben. Jo, kann man sich ja für mehrere Tage so ein Pudding zurecht machen, dann nehme ich den halt mit auf Arbeit oder so. Ne? Kann man sich ja proportionieren in Gläschen oder so. Ne? Warum nicht? Oder vielleicht. So, aber so einen ganzen Pudding esse ich auch nicht. 75 Gramm haben wir drin. Und ne, wir wissen alle, man gibt Milch dazu. 500 Milliliter Milch. Oh. Naja, wie gesagt, ist ja auch eine Familie. Aber für mich alleine kriege ich trotzdem alle. So. Dann haben wir, da ist es. Oh mein Gott. Oh. Von Supreme. Frey, kenne ich gar nicht. Swiss Premium Schokolade. Ach, hier aus Schweizer Schokolade. Oh, geil. Milk Crunchy Almond, ne? Oh, Milchschokolade mit Mandeln und gesalzenen Karamell, Mandel-Nougat. Okay, die wird heute Abend. Ich habe mir zwar Milka-Schokolade im Angebot gekauft, aber da habe ich jetzt erstmal was, ne? Weil ohne Schoki geht bei mir nichts. So, oh, die werde ich heute Abend gleich zu meinen Chips. Dann werde ich doch das nicht essen. Nein, 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 das lasse ich noch zu. Dann werde ich zu meinen Chips nämlich Schoki essen. Oh, das mache ich immer so. Wenn es Chips gibt, gibt es auch Schokolade dazu. Das gönne ich mir so einmal die Woche. Immer Samstag Chips und Schokolade. Das esse ich nicht jeden Tag. Aber Samstag muss das sein. Eine Riesenpackung, 180 Gramm. 180 Gramm. Und ich muss nicht mal teilen mit jemandem. Ich habe das alles für mich alleine. Was haben wir denn hier? Oh. Golden Milk von Kotani. Da haben wir auch schon mal öfters was drin gehabt von der Marke. So Gewürze. Mit Kurkuma, Ingwer and More. Ideal für Heißgetränke. Milchshakes, Kuchen und also so ein Zeug, was man halt so mit reingibt. Mit Golden Mix bringt Kutani neuen Geschmack und Farbe in ihre Speisen und Getränke. Probieren Sie die wohltuende Mischung aus Kurkuma, Ingwer und Co. Okay, Milch erwärmen, Golden Milk sowie Honig hinzufügen. So lange kochen lassen, bis sich der Honig aufgelöst hat. Gewürzmischung löst sich nicht vollständig auf. Golden Milk nach warm oder kalt genießen. Eine Packung ergibt 10 Portionen. Okay, aber ich werde mir das niemals machen. Ich denke nicht. Das wird bestimmt dann mal irgendwo mal weiter wandern. Mal gucken. Ich glaube nicht. Nee, sowas werde ich mir nie machen. Also, das ist jetzt so ein Produkt, auf das könnte ich jetzt verzichten. Ne? So, dann kommen wir auch schon zum letzten. Ganz versteckt. Und dann ist die Kiste. Oh, ja, das sind immer so die Dinger, wo man die Produkte so ein bisschen schützt. Die sind auch alle, ne? Haben wir von KitKat. Junkie, sind diese riesen dicken Riegel, ne, von KitKat. Salted Karamell und Popcorn, oh, wie geil. Gibt's das heute Abend mit dazu? Naja, der innere Riegel, ne? Ach, ich weiß noch nicht, Leute. Ich weiß es noch nicht. Aufgebraucht werde ich euch auf dem Laufenden halten, ne? Wie gesagt, gibt es ja auch immer von der Degustabox. Und das ist wirklich ein Riesenriegel, einfach mit Salted Caramel Popcorn. Geschmack, lecker, lecker, lecker. Und hat 42 Gramm. Ja, ne? Also. Ich werde alles verbrauchen, bis auf die Linsen. Naja, fast alles. Chips. Und das weiß ich noch nicht hier mit dem hier. Ne? Also, alles. Ansonsten wird, denke ich mal, alles alle werden. Ja, die scharfen Chips, wie gesagt. Mal gucken. Ne? Ja, das war die Degustabox. Wem es jetzt nicht interessiert, der kann ja jetzt ausmachen. Aber ich sage immer noch, weil manchmal hat man hier ein Entweder-Oder-Produkt mit drin. Ne? In der Box. Und ich sage euch, was jetzt die Sachen so kosten. Haben wir von KitKat den Riegel, den ich gerade gezeigt habe, 80 Cent. Ja, ne, also 80 Cent ist okay. Denn M. Eukal Gummidrops, 1 Euro, es blendet ganz schön, ne? 1,95 Euro. Ja, M. Eukal ist teuer, ne? Ich warte mal ein bisschen, damit es nicht so blendet.
Denn, aha, von der Schokolade, ne, die Tafel Schokolade, haben wir ein Entweder-Oder-Produkt. Andere haben auch, ich habe Supreme Milk Crunchy Almond und andere hätten Supreme Milk Crunchy Nut drin gehabt. Na, ich glaube hier die grüne Sorte, ne? Ich habe die rote, andere hätten die grüne drin gehabt, was nur Crunchy Nut ist. Ich denke, ich bin zufrieden mit meinem, was ich da habe. Dann kommen wir von Dr. Edgar die Dekor. Ist auch ein Entweder-Oder-Produkt für 1,79 Euro. Ach so, die Tafel Schokolade kostet 2,99 Euro. Denn die Dekor 1,79 Euro. Dekor-Kreation, andere hätten in ihrer Box mit grünem Mix und ich habe Pastellmix. Ja, so sieht denn der grüne Mix aus. Also mit dem bunten Pastellmix bin ich zufrieden. Na? Denn Dorsey, diese, na, 1,19 Euro. So, Pringles Tortilla ist Produkt des Monats, 2,59 Euro. Ja, die sind teuer. Gab es einmal El Nacho Cheese, Fairy Chili, Paprika, Mexicana. Ich denke mal, das wären alles scharfe. Kann ich euch zeigen, ne? Hier, genau. Entweder oder Produkt. Die werden alle scharf sein, ne? El Nacho Cheese wird bestimmt auch scharf sein. Wird das alles mit seiner Schärfe sein? Ich weiß es nicht. Der Paprika-Geschmack hätte einen Hauch von Schärfe. Paprika Mexicana, ein lieblicher, süßer und fruchtiger Paprika-Geschmack mit einem kleinen Hauch von Schärfe. Okay, das wäre mehr so meins. Ist Chili, Spicy Chili, ja, das ist mir zu. Von geschmolzenem butterartigem Cheddar-Käse für den Extra-Kick. Ja, der mit Cheddar-Käse wäre vielleicht mehr so meins, weil das ist nicht scharf. Das wäre mehr so mein Ding gewesen. Schade. Denn einmal das Köstritzer Schwarzbier, 99 Cent. Denn Dr. Edgar Seelenwärmer Familiencreme-Pudding, auch 99 Cent. Denn leicht und kross, ne? Auch ein Entweder-Oder-Produkt, 1,29 Euro. Ich habe Dreikorn kombiniert, Roggen, Dinkel und Reis. Okay, das andere ist, wäre mit, ja, mit, genau, das andere Entweder-Oder-Produkt wäre mit Roggen, Dinkel und Reis. Okay, hätte ich auch genommen, aber ist okay, ne? So, genau, wow, ja, Entweder-Oder, wollte ich schon mal sagen. Denn Lilolada, dieser Aufstrich, dieser Duo-Aufstrich, 1,99 Euro. Öls, ne? Wäre auch ein Entweder-Produkt. Ich habe den Nussstrudel, ja. Und es hätte auch einen Mohnstrudel. Andere hätten einen Mohnstrudel in ihrer Box. Ja, gut. Nussstrudel ist schon mehr so meins. Mohn mag ich auch, aber ich bin, ja, mit Nussstrudel bin ich super. Und einmal von Maggi 5 Minuten Terrine ist auch ein Entweder-Oder-Produkt, 1,19 Euro. Ne? Ist alles unverbindliche Preisempfehlung. Ich habe mit Peanut, ne? Mit Erdnuss und dann ja, hätte es einmal Asia Klassik gegeben. Okay, das hätte ich auch probiert. Das hätte ich auch gegessen. Ich bin gespannt, wie das mit Erdnuss schmeckt. Ist mal was anderes, mal was Neues zum Ausprobieren. Ja, ihr Lieben, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Also mein Flop-Produkt sind schon mal auf jeden Fall die Linsen. Ich habe gerade irgendwie auch Erbsen gesagt. Nein, die Linsen. Die Linsen. Das ist, bleh, ne? Und Top-Produkt. Alles andere, wie gesagt, bis auf die Chips, die ich wahrscheinlich nicht. Und das hier, ja, wird wahrscheinlich auch weiter wandern. Genau. Ne? Ja, die Chips. Ja, gut. Okay. So, ihr Lieben, eure Meinung ist gefragt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr die Box findet. Oder habt ihr die auch? Ne? Ja. So, also. Tauscht euch unten aus oder mit mir, ne? Und ja, was sagt ihr dazu? Oh. Ich finde die Box im Großen und Ganzen, also ganz viele lecker Sachen mal. Das meiste esse ich natürlich, ne? Das probiere ich. Genau. Und dann gibt es mal einen Aufgebrauch von der Degusta-Box Oktober. So, oh, mir juckt die Nase, Leute. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir sehr gerne ein Däumchen nach oben geben. Limit da lassen. Und zum Schluss wende ich dir ein. Die Playlist von den Degusta-Boxen und aufgebraucht, ne? Denn siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren. Hier unten siehst du den aktuellsten Upload und die Degusta-Box Kult.
Ne? Siehst du hier unten auch? Kannst du mal gucken, was da so drin war. Und ich sage jetzt Tschüssi. Es war mir heute wieder ein schlemmriges Fest. Macht's gut, eure Hanni.